Das ist doch, also tut mir leid. Nee, so blöde ist kein Mitarbeiter. Das wird, oh. Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video und ich freue mich unglaublich, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt. Akani, ganz kurz, schau mal, ich versuche hier gerade einen Job zu machen, okay? Ich muss hier gerade meinen Job machen. Mein Job ist es, auf diese Sachen jetzt zu reagieren. Es wäre nice. Guck mal hier. Also ich meine, ich finde es sau cool, dass du hier bist, keine Frage, Alter. Aber du bist, also, gerade ist halt ein bisschen störend, ne? Komm mal her, Bro, ich setze dich mal ganz kurz runter. So, setze dich hier vorne auf den Stuhl und dann kannst du hier sitzen bleiben, dann kannst du mitmachen, okay? Du kannst auch einfach gehen, wenn du möchtest. Mir ist es egal. Geh bitte, wenn du magst. Geh. Ja, guck mir nicht so an. Du kannst auch einfach gehen, das weißt du. Du kannst hier überall hin. Wie ich gerade schon versucht habe zu erklären, jeder von uns hat hier einen Job. Und die meisten von euch sind sicherlich richtig gut in ihrem Job. Und die meisten haben sicherlich einen Job, der ein bisschen anspruchsvoller ist. Und die meisten von euch werden wahrscheinlich genau wissen, was sie in ihrem Job zu tun haben. Jetzt gibt es da draußen allerdings Menschen, meine Freunde, die eigentlich... Entspann dich jetzt mal bitte, ganz kurz 2 Minuten. Komm runter! Und es gibt halt Menschen, meine Freunde, die haben einen relativ einfachen Job. Und diese Menschen haben einen so einfachen Job, dass man sich eigentlich denken sollte, normalerweise kann man den gar nicht falsch machen. Wie YouTuber zum Beispiel. Normalerweise kann man als YouTuber echt gut leben, wenn man nicht die ganze Zeit Scheiße labert und irgendein Bullshit in sich gibt oder versucht mit irgendwelchen Minderheiten. Ist egal, reden wir nicht drüber. Jetzt passt einfach nicht. Ja, und genau diese Menschen schauen wir uns heute an, meine Freunde. Es ist wieder Zeit für You Had Only One Job. Und es ist eigentlich dermaßen einfach gewesen und trotzdem hast du verkackt, meine Freunde. Herzlich willkommen zu den dümmsten Menschen. Disconnected. Ja, so viel an der Stelle dann dazu. Ich habe es tatsächlich sogar als YouTuber geschafft, meinen Job nicht richtig zu machen, denn bei mir ist gerade einfach netterweise die Aufnahme abgebrochen, weil ich die Leertaste gedrückt habe. Also ihr seht es, meine Freunde, auch mein Job birgt seine Tücken und ist gar nicht so einfach, wie man dann anfangs angenommen hatte. Beginnen wir ganz kurz mit den Bildern, die Leo rausgesucht hat, meine Freunde. Zum Beispiel dieses Bild hier von einem netten Herrn, der tatsächlich die Uhr repariert hat. Man sieht das hier, Fix the Clock Boss. Ja, was soll ich dazu sagen? Marc Gebauer wird sicherlich wissen, was mit der Uhr kaputt ist. Ich nehme an, es ist das Uhrwerk oder die Batterien oder Stromanschluss. Irgendwas stimmt damit nicht. Wahrscheinlich müssten nur die Batterien gewechselt werden. Aber ich meine ganz ehrlich, warum sich die Mühe machen, das Ding aufmachen und seinen Job als Hausmeister anständig nachgehen? Es reicht ja auch irgendwie, wenn man einfach hingeht und das Ding einmal mit einer kleineren Uhr übertaped und letztendlich, ganz ehrlich, es erfüllt seinen Zweck und es ist absolut sicher. Wenn das Ding irgendwann runterscheppert und ein Schüler mit einem Schädelbasisbruch ins Krankenhaus schickt, dann ist es so, mein Gott, Hauptsache die Schüler können weiterhin die Uhr lesen, oder? Ja. Perfekt, 10 von 10 Punkten, machen wir direkt weiter. Alter, Junge, was ist das denn? Was ist das denn? Bricks made from... Also hat jetzt hier jemand tatsächlich das so verputzt? Ist das jetzt so, dass jemand gesagt hat, yo, ich verputze das jetzt hier unten nochmal neu und baller da einfach irgendwelche Steine random rein? Ich meine, ist das eine Tapete oder ist das real? Ja, man sieht's hier, Alter. Keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Extrem starke Arbeit auf jeden Fall. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Definitiv geil. 2 Health Bars. Macht auf jeden Fall Sinn. Diese Wand ist doppelt stark. Ob das jetzt designtechnisch und von der Statik her so gewollt gewesen ist von dem Auftragsgeber, das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Grüße geht da raus an alle meine Maurerkollegen. Starkes Ding. Hier haben wir tatsächlich die deutsche Feuerwehr, die Schlauchbrücken verwendet, sogenannte. Normalerweise sind die da, dass da Autos drüber fahren. Ich weiß jetzt nicht, ob... Liebe Feuerwehr, ich weiß nicht, ob, wenn ein Zug über die Schlauchbrücken drüber fährt, ob das nicht A, den Zug zum Entgleisen bringt oder B, einfach den Schlauch und die Schlauchbrücken zerstört. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist da einfach nicht genug los gewesen im Haus. Wahrscheinlich war es nur ein kleiner Brand und man hat sich gedacht, okay, klar, jetzt sind wir schon einmal hier, lassen wir doch direkt einen Zug entgleisen und gucken mal, was wir da noch machen können. Extrem stark, gerade von Sicherheitsbehörden wie der Feuerwehr. Ja, was soll ich dazu sagen? Starkes Ding, auch schaut an der Stelle an alle Leute, die in der Feuerwehr sind und in der Freiwilligen Feuerwehr. Ihr wisst sicherlich deutlich Besseres damit anzufangen, als diese Menschen, die das hier gemacht haben. Und auch mein Friseur hatte eigentlich nur einen Job, um mir jetzt eigentlich die Haare zu schneiden, aber irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, ist das wieder komplett nach hinten losgegangen. Ich weiß nicht genau warum. Keine Ahnung, ich glaube, ich muss da nochmal hin. Alles klar, hier haben wir einen Kissenbezug von Winnie the Pooh und... Alter, okay. Ich glaube, da ist irgendwas falsch gesetzt worden. Der Reißverschluss oder die Naht letztendlich. Also das ist auf jeden Fall irgendwie nicht ganz richtig, die beiden Stoffenden. Die liegen da sehr, sehr weird aneinander. Der eine Winnie Pooh hat gerade scheinbar Analverkehr mit dem anderen Winnie Pooh und der steckt seinen Kopf in einen Topf Honig. Beliebte Methode, wenn man mal im Club feiern geht, meine Freunde, immer einen Topf Honig dabei haben. Das geht am Ende immer ganz gut aus. Ja, was soll ich sagen, Alter? Also ist halt ein Kinder. Ist halt wahrscheinlich für Kinder, ne? Also da jetzt an der Stelle... Alter, wie kann man denn so hohl sein? Ich meine, sowas darf doch nicht in die Fertigung geben. Es gibt doch immer, das verstehe ich halt nicht, es gibt doch immer wieder eine Qualitätskontrolle, Alter. Es gibt immer wieder eine Qualitätskontrolle, die guckt, ob sowas irgendwann in den Einzelhandel kommt. Und wenn sowas später bei einem Kind im Schlafzimmer liegt, Alter, das Kind ist traumatisiert. Mh, die guten Mashmolova, lecker, wer liebt sie nicht, Junge? Alter,
Junge, Junge, Junge. Wie kann man so hohl sein? Ich meine, das Ding ist, es ist Marshmallow. Das Wort Marshmallow zu schreiben ist jetzt nicht unglaublich schwer. Ja? Es ist literally Marshmallow. Marshmallow, Marshmallow. Ich hab's mal auf Anhieb richtig geschrieben. Marshmallow. Holy sch**, bin ich mal Native Speaker und ich weiß, wie man Marshmallow schreibt. Gut, machen wir weiter und gönnen uns ein paar leckere Marshmallowas rein. This person's mom got an off-brand Roomba for Christmas and the president, it has no vacuum ability. Ah ja, okay. Hier haben wir also einen Roomba, einen Saugroboter, der relativ beliebt in den USA ist. Und das ist einfach ein Plagiat, also quasi eine Nachmache davon. Eigentlich ganz geiles Ding. Wenn man sich das Teil dann mal genauer anguckt, merkt man aber relativ schnell, dass da kein Einlass ist, wo gesaugt werden kann. Also es ist eigentlich letztendlich nur ein dämlicher Roboter, der die ganze Zeit durch die Wohnung fährt und sweept. Also ist halt einfach ein Staubsauger, der nicht staubsaugt. Ja, das wäre, glaube ich, das Mindeste, was ein Staubsauger machen sollte. Saugen. Ja, gut. Ich wollte gerade einen unangebrachten, das denkt Montag über Frauenvergleiche bringen, aber ich... Lass das jetzt einfach. Lassen wir einfach drin. Perfekt. Can't be bothered to fix the shine even with this. Ja, und hier, meine Freunde, die Helltankstelle, die Höllentankstelle. Es ist nicht die Shell-Tankstelle, sondern die Höllentankstelle, weil die Preise unglaublich hoch sind und tatsächlich die Einwirkung auf unsere Umwelt so dermaßen höllisch sind, dass der Name hier komplett richtig ist. Ganz ehrlich, warum sollte man das auch ändern? Ich meine, man versteht, dass da eine Tankstelle ist, ob es jetzt Hell oder Shell ist, meine Freunde. Es ist wirklich nur ein Buchstabe und das macht keinen großen Unterschied. Das passt und auch ich als Tankstellenbesitzer würde ganz ehrlich sagen, läuft. Gerade als Obermarke Shell würde ich mich richtig gerne so präsentieren. Definitiv geil, ja. Hier haben wir die guten Animal Dominos. Eigentlich ein ganz nettes Spiel. Dominosteine kennt jeder von euch. Da muss man immer zwei Stück aneinander legen und dann geht das Game weiter. Jetzt fällt mir nur auf, dass das tatsächlich keine Animal Dominos sind, sondern Früchte. Also jetzt der Unterschied zwischen einer Banane und einem Hund ist mir eigentlich relativ ungeläufig. Wir können ja mal ganz kurz direkt den Vergleich machen, meine Freunde. Wir haben hier einen handelsüblichen Hund und hier tatsächlich eine Banane. Seht ihr da einen Unterschied? Ich persönlich nicht. Ich würde sagen, das ist 1:1 das gleiche Lebewesen. Danke, Akani, dass du dir für diesen tollen Vergleich Zeit genommen hast. Ja, was soll ich sagen? Keine Ahnung, Alter. Animal Domino halt. Mega geil. Ah, das gute Sopt-Linie, meine Freunde. Da muss man auf jeden Fall anhalten. Es steht auch rechts daneben einfach ein Stoppschild. Also man hätte einfach abschreiben können, ne? Das ist doch... Also tut mir leid. Nee, so blöde ist kein Mitarbeiter. Dass sowas passiert auch mit Absicht und on purpose. Da geht jemand hin und sagt, so, ich möchte jetzt Reddit-Karma haben, poste meinen eigenen F*** bei Reddit in Subreddit und ändere das dann nochmal. Das macht ja wirklich kein... Ja, bitte. Mal, was ist denn heute los? Was ist heute los? Ja, 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 das ist dein Job. Ganz genau, mein Gesicht sauber halten. Perfekt, ja. Dankeschön. Ja, keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass das... Das kontrolliert doch jemand. Ich meine, da ist doch immer irgendwer, der guckt, ob das richtig gelaufen ist. Und du kannst mir nicht erzählen, dass der Chef von dem Ding gesagt hat, also das passt schon, Feierabend machen. Fuck, ich hab Angst, dass meine Augen so stehen bleiben. Aber auch dafür gäbe es einen Augenarzt, dessen Job ist es, meine Augen wieder zu richten. Perfekt. Right lane must right left. Die rechte Spur muss rechts links. Ja, ihr wisst es, meine Freunde. Ja, also must right left. Ja, so ist es, meine Freunde. Merkt euch, wenn ihr dieses Schild seht, könnt ihr einfach direkt in den Gegenverkehr fahren. Das passt an der Stelle absolut easy. Das ist mein Job. Ja, an der Stelle einfach mal in den Gegenverkehr fahren. Warum nicht? Und auch hier, meine Freunde, wurde einfach ein Stiefel... Oh Gott, Alter. Junge, Junge, Junge. How dare you? How dare you? Kein Plan. Kein Plan, Leute. Kein Plan. Ich weiß es nicht. Kein Plan. Das ist doch... Also das ist doch nicht nur für einen Joke oder so. Das macht man doch nicht mit Absicht. Ich meine, man sieht doch, dass da was liegt und man räumt das doch beiseite. Man lässt das doch nicht da liegen, holy shit, Mann. Also das kannst du, das kann man, das tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Da habe ich kein Verständnis für. Ich bin ehrlich zu euch. Dieser Mensch sollte gekündigt werden. Dieser Mensch sollte gekündigt werden, einfach für diese unglaubliche Dummheit oder die Dreistigkeit. Boah, ich kotze gleich, wenn ich so weiter mich in Rage rede. Für die Dreistigkeit, so etwas zu machen. Ja, bin ich ganz ehrlich. Ah, der gute Spider-Man-Becher mit dem Batman-Logo. Wer kennt ihn nicht, meine Freunde? Der kostet auch nur 1500 Euro. Das passt an der Stelle. Ja, Spider-Man. Man kennt den China-Schrott an der Stelle. Grüße geht raus an Alexi Bexi. Würde ich tatsächlich kaufen. Ich wüsste jetzt nur nicht... Also, eigentlich ist es cool. Es ist so ein Crossover-Ding, ne? Zwischen Marvel und DC. Ganz cool eigentlich. Für Fans von beiden Franchises auf jeden Fall perfekt. Sag mal, Akani... Was ist aber... Kannst du mir erklären, was deine Aufgabe heute ist, Alter? Ja, jedenfalls der Spider-Man und Batman-Becher in einer Transformation. Maximal geil. Den würde ich auf jeden Fall mir zu Weihnachten wünschen von euch allen.
Ja, die Aufgabe war simpel. Mach ein Foto vom Beamer. Stell dich am besten direkt vor dem Beamer davor, damit keiner auf jeden Fall ein weiteres Foto machen kann. Was soll ich sagen? Das ist auf jeden Fall wirklich Big Brand Time Nummer 10. Ich meine, ja, es ist super schwierig, ein Foto zu machen, ohne dass da ein Schatten entsteht. Das verstehe ich. Aber sich so hinzustellen, das ist wirklich stupid AF. Also tut mir leid, ich glaube, du hast die Basic Rules of Physics nicht verstanden, Bro. Da würde ich auf jeden Fall die letzten 20 Schuljahre nochmal wiederholen. Ach so. Ja, okay, alles klar. Hier ist neuer Asphalt gelegt worden, man sieht das hier vielleicht ganz gut. Und die haben einfach diese Hütchen, die man hier so zur Verkehrsabsperrung hier im Hinteren noch sieht, verkehrt rum in den Boden mit einzementiert. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das mit Absicht ist, weil eventuell da irgendwie ein Rohr oder sowas hinkommt und das irgendwie einen Sinn hat. Vielleicht könnt ihr mir das in den Kommentaren beantworten. Oder ob da einfach jemand gewesen ist, der gesagt hat, du, ist mir egal, ich habe jetzt Feierabend, das ist 17 Uhr und ich lasse die Dinger einfach drin stecken und ich fahre jetzt nach Hause. Es ist nämlich Freitag und da gehe ich mit den Jungs in die Klapsmühle und kipp mir richtig an hinter die Binde. Grüße geht raus an diesen Bauarbeiter, der das hier gemacht hat. Shoutout auf jeden Fall dafür. Absolut arschgeile Nummer. Du hast auch deine Kündigung verdient. Und das war's wieder, meine Freunde. Die Top 10 der dümmsten Menschen im ganzen Internet, die ihren Job nicht mal ansatzweise richtig machen. Top 11. Ich bin übrigens auch mit dabei. Ja, was soll ich sagen, meine Freunde? Ich bin zu blöd, eine Top 10 Liste zu bilden oder eine Top 11 Liste. Dafür bin ich aber extrem lustig und gut aussehen. Ich würde sagen, das war's für diesem wunderschönen Video. Falls ihr Bock auf mehr davon habt, lasst einen Daumen nach oben da. Grüße geht raus an Subreddit One Job. Das ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr euch da selber mal ein bisschen abkecken wollt. Ich bin damit raus und werde mich jetzt fragen, wieso ich überhaupt in diese Position gekommen bin, diese Videos mit euch zu machen. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.